Hallo liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt, und herzlich willkommen hier. Ja, es gibt was Neues im Universum und mit dabei ist der Oliver von The Gaming Galaxy. Hallo Oliver! Hallo Leute, hallo Alex. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, natürlich, natürlich. Du bist doch hier unser Experte in Sachen friedliche Tiere. Es gibt ein neues Tier, beziehungsweise wurde ein neues Dossier vorgestellt. Wer denn? Ja, das ist eine Schnecke. Eine Schnecke? Eine große Schnecke. Eine große Schnecke. Wie groß ist sie denn? Oh, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall recht groß. Oh, diese Skorpione, die quatschen immer dazwischen. Entschuldigung nochmal. Sie sind sehr recht groß? Ja, ich würde sagen ungefähr so groß wie ich. Also mein Charakter hier. Du bist ja nicht groß. Ja, deswegen würde ich das mal behaupten. Und die sind halt recht lang. Ja, gucken wir uns das doch mal an hier. Ich mach mal das deutsche Dossier auf. Gucken wir uns das doch mal an. Hier. Ja, scheint eine schöne große Schnecke zu sein. Eigentlich für deine Größe, du könntest da drauf reiten. Ja, genau. Also es ist allerdings kein Reittier leider. Ach, schade. Ja, leider. Dich im Schneckentempo mit deinen Dodos voran. Ja, also ich hab wie gesagt schon vor, also wenn wir mit den Dodos die Welt erobern, wollte ich vorn heran, du Schnecke. Und dann Attacke. Ah, aber mit der Schnecke vorne ran und yeah! Das funktioniert leider nicht. Was gibt's denn Besonderes über dieses Tierchen zu sagen? Ja, also erst einmal, es ist neutral. Es ist zähmbar. Ah, es ist zähmbar. Warum sollte ich das zähmen? Ja, da kann man eine Schneckenfarm eröffnen. Theoretisch. Weil die Schnecken, die legen zwar keine Eier. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Aber die legen, die hinterlassen Schleim. Schleim? Den man benutzen kann, um, ja, das wissen wir noch nicht. Oder ist das bekannt? Ja, soweit ich weiß, kann es wirklich so ein Substitut sein zur Zementpaste. Finde ich gut. So also eine Art Klebstoff. Das wird doch klasse, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, in was für Farben diese rausbringen. Ne? Ich meine, wir haben hier auf dem Dossier, da ist sie auf jeden Fall schon mal dreifarbig dargestellt. Blau, rot und grüne Unterseite. Ja, und mit Sicherheit gibt es auch verschiedene Farben für ihren Schneckenhaus. Ja. Was kann man denn noch gewinnen von denen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Das gleiche, was man auch aus Skorpionen rauskriegt. Fleisch hinterlassen die, allerdings sehr wenig. Ach so. Also man kann sich zwar von den Schnecken ernähren, aber so lala halt. Das ist wie vom Dodo. Genau würde ich sagen. Wie vom Dodo. Ja, also ich freue mich schon, wenn die hier endlich in dem Spiel zu finden sind. Was sagst du denn? Meinst du jetzt Spaß an Schnecken oder an der Schneckenfarm? An der Schneckenfarm bestimmt. Ich glaube, ich werde sogar die Farm erweitern. Dann gucken wir mal. Und zwar werde ich direkt neben der Dodo-Farm vielleicht dann noch eine Schneckenfarm dran machen. Wir dürfen sie dir dann alle ranschleppen, oder was? Genau. Mit den Vögeln. Ja. Können da ja abwerfen. Meinst du, die halten, meinst du, die leben lange? Bei dir? Bei mir weiß ich jetzt nicht, wie lange die leben, aber Schnecken haben, glaube ich, eine recht große Lebenserwartung. Zumindest manche. wie viel steht denn da, wie viele Lebenserwartungen die haben? Keine Ahnung. Das ist reine... Die wollen ja, glaube ich, auch Lebenserwartung reinpatchen, ne, irgendwann. Dass die Dodos irgendwann sterben, dass die Tiere irgendwann sterben. Das heißt, im Laufe der Zeit, solange wie jetzt arg läuft, wird es irgendwann auch nochmal wichtig, dass man die Tiere auch wirklich anfängt zu züchten. Ja, das wäre natürlich genial, wenn man sie dann auch
Wenn man, wenn, oh, er kann leveln. Wenn man die dann nachher noch, ja, züchten von als Baby, so kleine Tamagotchis oder sowas. Ja, genau. Aber ich vermute, das wird eher so sein, dass man eventuell eine Brutkammer basteln kann. Dann legt man da das Ei oder das Kind, sagen wir mal, rein. Und dann nach einer Zeit taucht es dann groß auf und man darf ihm einen Namen geben. Och, das hätte ich nichts dagegen. Hätte ich nichts dagegen. Dass es so läuft, aber ich hätte da auch nichts gegen. Und du hättest dann tausende kleine Dodos und... Hat jetzt der Bronto hier durchgeschissen? Der Bronto hat durch die Decke geschissen. Aber weg die Scheiße. Böser Bronto. So, wer ist meine Katze, würde ich ihn jetzt die Nase da reinstecken, ne? Damit er stubenrein ist. Aber der Bronto ist wohl nicht stubenrein. Ist das überhaupt der Bronto? Nee, das ist ein T-Rex, der auf dem Dach steht. Wieso steht ein T-Rex auf dem Dach? Mir noch gar nicht aufgefallen. Wie kommt da ein T-Rex hin? Ne? Da sind zwei Skorpione hier drin, die wir nicht mehr rauskriegen. Ja, aber die haben wir selbst hereingebracht. Ja, und ein T-Rex auf dem Dach. Das ist aber nett. T-Rex weiß ich nicht hier. Ja, gut. Ich danke dir vielmals für das kurze Interview mit dir. Sehr gerne. Ne, das Dossier, was zwischendurch eingeblendet wurde bei mir, findet ihr natürlich bei Oliver und bei mir unten in der Verlinkung zum Download. Das deutsche und das englische Dossier. Und hinterher auch nochmal eine kompakte Information auf arc-pedia.de. Und wie immer am Ende meiner Videos kann ich nur sagen, ich bin der Alex Bodes von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schalt mal wieder ein, wenn es heißt... Ach, bevor wir es vergessen. Oliver, sag auch mal Tschüss. Tschüss. Bis demnächst. Okay, und schalt mal wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.